Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Cozy Grove. Heute schauen wir uns mal, ja, den neuen Bären an, den wir, oder wenn es überhaupt ein Bär ist, ich weiß es nicht, gucken wir mal. Wir haben auf jeden Fall hier einen neuen Questgeber, den wir heute kennenlernen werden. Das schauen wir uns gleich an. Und wir haben auch hier unsere Insel ein bisschen vergrößert beim letzten Mal. Das haben wir uns noch gar nicht angeschaut, mir ist es auch tatsächlich nur durch Zufall aufgefallen. Also hier hinten gibt es dann, hinter Mr. Kit und hinter den Postbären, schauen wir mal, hier, da geht es ein bisschen weiter, seht ihr? Hier ist unsere Insel wieder ein bisschen größer, so. Es geht dann auch runter zum Strand, irgendwo, da hinten, genau, da geht es zum Strand runter. Ja, und was haben wir hier? Ein Thron, okay. Mal sehen, ob der für uns ist, mal schauen, was können wir da machen? Eine uralte Lampe, okay. Ein Relikt des vergessenen Kaiserreichs. Ein mystisches Licht hält die Natur auf Abstand und verschafft Raum für zivilisierte Bauvorhaben. Okay. Ja, das ist ein epischer Gegenstand. Und soweit ich weiß, kann man irgendwann diese, naja, ich will jetzt nicht sagen epischen Lampen, aber halt diese besonderen Relikte, also diese Lampen, zum Leuchten bringen. Ich glaube, man muss bestimmte Gegenstände reinlegen oder sowas. Kriegen wir sicherlich auch demnächst erklärt. Ich glaube, das ist nicht mehr, das wird nicht mehr ganz so lange dauern. Vielleicht ein paar Tipps am Rande. Die Muscheln, die ihr hier so finden könnt, sammelt die unbedingt auf. Also es gibt gewöhnliche Muscheln, es gibt aber auch Muscheln, die nur ganz selten auftauchen. Und es gibt auch, ja, wie einen Zähler quasi. Also es können immer nur eine bestimmte Anzahl von Muscheln auf der Insel gleichzeitig ja, spawnen. Und erst wenn diese weg sind, gibt es neue Muscheln. Also immer schön mitnehmen. Zählt, das gilt übrigens für alles, was ihr irgendwie, ja, pflücken, klopfen und einsammeln könnt. Aber wie ich vorhin schon versprochen habe, jetzt gehen wir erstmal zu dem neuen Bären oder vielleicht ist es ja auch wieder ein Vogel oder vielleicht irgendwie was ganz anderes, ein Wolf oder ich habe keine Ahnung, weiß es nicht. Jetzt gehen wir mal schnell gucken. So, hallo, oh hier, da, ich habe schon gesagt, auch die Erdhügel nehmen wir mit. Sind alles Gegenstände, die wir vielleicht gebrauchen können. Und hier ist übrigens so ein Gestrüpp. Guckt mal hier. Da, dieses Gestrüpp können wir auch jetzt mit unserer Machete zerhacken. Und dann bekommen wir Münzen und Salat. Und diesen Salat können wir hoffentlich irgendwann verwursten. So, hallo, wer bist denn du? Oh, das ist ein Bär mit einer Kochmütze. Allison Fischer, okay. Oh, wow, die haben mir gesagt, dass da jemand Neues in der Stadt ist. Aber nicht, dass es jemand so Modisches ist. Dieses Outfit betont deine Augen. Ich bin übrigens Allison Fischer, die ansässige Bäckerbärin. Schön, dich kennenzulernen, Augenstern. Ja, ist ganz meinerseits das Vergnügen. Man lernt nicht jeden Tag neue Bewohner von Cozy Grove kennen. Das sollten wir mit einer Runde Red Velvet Cupcakes feiern. Was meinst du? Oh, unbedingt. Jeder liebt Cupcakes. Das meine ich aber auch. Mal sehen, wo ist mein Rezeptbuch? Ach, herrje, es ist schon wieder weg. Ja, ich weiß, was du jetzt denkst. Komm schon, du bist Bäckerin, improvisier doch einfach. Red Velvet ist aber echt knifflig. Ich glaube, dass das Rot von roter Beete kommt, aber es könnte auch, aber könnte es auch Ketchup sein? Hm, klar, Ketchup. Ich glaube, das stimmt. Jammer schade, dass ich meine letzte Flasche gestern für meinen Kirschkuchen verbraucht habe. Wenn du zufällig eine Flasche dieses roten Wundermittels findest, dann sag Bescheid. Ich bezahle dich mit leckeren Cupcakes. Wir sollen Ketchup finden, okay. Suche in der Nähe einer Skulptur aus Sand. Ich sehe Sandhaufen in deiner Zukunft. Okay, dann wollen wir doch mal gucken. Also wenn es schon heißt Sandhaufen, dann ja, würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal zum Strand, oder? Gehen wir mal gucken. Das haben wir hier, einen kleinen Teich. So. Gehen wir mal schnell zum Strand, mal gucken. So, hier, Laubhaufen nehmen wir mit. So, das Holz brauchen wir ja. Wir müssen uns ja irgendwann auch mal ein paar neue Lampen bauen, damit wir die etwas dunkleren Bereiche auch nach und nach einfärben können, ne? Das Ganze nicht mehr ganz so trist aussieht. Und wir natürlich auch die Obstbäume, die in diesen Bereichen stehen, auch entsprechend ernten können. So eine Skulptur aus Sand. Das könnte jetzt natürlich auch dieser Stuhl sein, den wir da gesehen haben. Oder aber, ja, hier sind wir schon. So, eine Sandburg. Jetzt können wir die Sandburgen abbauen. Und wir haben den Ketchup. Okay.
Drei Flaschen brauchen wir, okay. Aber gut, jetzt wissen wir ja, am Strand können wir mal gucken. Schauen wir doch mal hier auf der anderen Seite nach, ob wir hier auch noch was haben. Nicht wirklich. Dann gehen wir mal wieder zurück. Wir haben ja jetzt noch diesen, ja, nördlichen Teil der Insel oder nochmal so einen nördlichen Strand. Da können wir ja auch noch mal gucken gehen. Schauen wir mal. Da ist schon mal nix. Nix, nix, nix. Da ist auch nix. Auch nix. Gehen wir mal weiter. Ach ja, ich habe herausgefunden, dass man auch rennen kann. Dazu braucht man einfach nur die Taste B gedrückt halten und dann, ja, flitzt man über die Insel. Ist vielleicht nicht schlecht. So, hier noch ein Laubhaufen. Nehmen wir auch noch mit. Gucken. So, was hat sie da noch stehen? Steht da noch irgendwie was dabei bei der Quest? Okay, der zweite Hinweis hier. Suche danach. In der Nähe einer Plane. Hinter etwas. Okay, dann müssen wir mal aufpassen. In der Nähe einer Plane? Das kennen wir ja schon mit der Plane. Hier lagen doch welche rum. Mal gucken. So, hier bei Jeremy sind doch so ein paar Planen. Na, jawohl, hier. So, hinter etwas. Da, da ist die Ketchupflasche. Seht ihr? Hier, da. So, und die dritte. Such in der Nähe einer Schmiede, begraben unter einem Laubhaufen. Ja, wo zur Hölle ist jetzt hier eine Schmiede? Habt ihr schon mal irgendwo eine Schmiede? Ach, guck mal hier. Wo ist denn da eine Schmiede, bitte? Die meint doch nicht wirklich den Bären, oder? Man weiß es nicht. Vielleicht, ja, lassen wir einfach mal so stehen. Dann ab zu... Wie hieß sie noch gleich? Allison. So, Allison, Allison. Wo bist du? Da bist du. So, Allison. Wir haben deinen Ketchup. Du hast den Ketchup gefunden. Reife Leistung, Augenstern. Während du unterwegs warst, habe ich mein Rezeptbuch gefunden. Es lag unter einem Stapel Krimis. Kaum zu glauben, wie viele Krimis ich das letzte Jahr gelesen habe. Wie dem auch sei, jetzt weiß ich, wie man Red Velvet Cupcakes macht. Aber die schlechte Nachricht, offenbar braucht man für das Rezept Mehl und Zucker und keinen Ketchup. Ich muss eine Sonderbestellung aufgeben. Aber schau mal wieder vorbei, dann backe ich dir was Leckeres, ja? Okay. Die Allison, da gibt sie uns ein Geisterholz. Wunderbar. Mal sehen. Und einen Birnbaum. Den können wir natürlich dann pflanzen. Und, oh, schaut euch mal hier die ganzen Leckereien an. Das ist ja toll. Oh, lecker, lecker. Na, hat sonst noch jemand Lust auf Kuchen? So, Münzen nehmen wir natürlich wieder mit. Und was haben wir hier? Ein Apfelbaum oder sowas. Den können wir vielleicht ernten. Granny Smith Baum. Jawohl. Okay, den können wir ernten. Nehmen wir gleich mit. So, da gab es auch einen Apfel. Und ich werde diesen Apfel diesmal nicht vertickern. So, was haben wir hier noch? Nix. So, dann gehen wir mal zum nächsten. Was haben wir hier? Ach, Flammi. Okay. Flammi, 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 was hast du denn? Du willst doch wieder nur Holz. Hier hast du Holz. So, 5 Stück will er noch. Okay, aber wir haben es auch für heute schon wieder geschafft. Deshalb erzähle ich euch heute noch ein bisschen was zum Spiel. Also, was vielleicht ganz wichtig ist, sammeln, 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 sammeln. Ich glaube, ich habe es heute schon 5-mal erwähnt. Ich mache es aber noch 5-mal. Sammeln, sammeln, sammeln. Vielleicht ganz gut. Ja, interessant. Ist vielleicht hier die Vögel. Generell, es gilt, die Zufriedenheit eurer Bewohner und Tiere ist extrem wichtig. Wichtig für die Belohnung, die ihr bekommt. Ihr wisst, ihr könnt sie füttern und ihr könnt sie streicheln. Und wenn ihr sie gefüttert habt, könnt ihr sie auch ernten. Wenn ihr sie erntet, dann gibt es entsprechende Geisteressenz. Und die Anzahl der Herzen, also die Zufriedenheit dieses Tieres, ist letztendlich entscheidend dafür, wie viel ihr bekommt. Also das seht ihr hier auf der rechten Seite in dem Tooltip. Ein Herz bedeutet, ihr kriegt ein bisschen, bei 2 schon ein bisschen mehr und bei 3, naja, gibt es einen ganzen Haufen Essenzen. Wie viele das sind, das seht ihr dann, wenn ihr den Vogel erntet. Dann, was ebenfalls ganz wichtig ist für die Zufriedenheit, sind die Vorlieben und auch die Abneigungen. Die solltet ihr auf jeden Fall beachten. Das heißt, ich zeige euch das am besten mal. Ihr seht jetzt hier,
Der Vogel hat drei Herzchen, aber muss ich wieder ansprechen. So, hier, fast drei volle Herzchen. Und jetzt machen wir mal was. Wir nehmen mal hier das Klo weg. So, und zack, seht ihr das? Der Vogel verliert. Der verliert ein bisschen von seinem dritten Herzchen. Das liegt daran, dass seine Vorlieben Dekos, Lampe und rustikale Deko sind. Rustikale Deko ist zum Beispiel unser Toilettenhäuschen. Das steht also auch bei dem jeweiligen Gegenstand dabei. Das steht dann unter dem Namen oder unter diesem kurzen Text, Kurzbeschreibung, wie auch immer, steht, welche Art von Deko es ist. Also hier in unserem Fall Deko, rustikale Deko, gewöhnlich Blockhütte und dient als Verzierung. Das stellen wir jetzt mal wieder auf, das Klo. Das mit dem Aufstellen kennt ihr ja. Einfach die Schultertaste gedrückt halten, wenn ihr den Gegenstand in der Hand habt. Und die Schultertaste nochmal drücken, damit der Gegenstand auch platziert wird. Und dann haben wir den Gegenstand zu weit weggestellt. Da kommt der Vogel nicht dran. Nehmen wir nochmal weg. So, aufheben. Ja, wer möchte schon so einen weiten Weg zum Klo machen, ne? Dann sind wir doch mal ehrlich. So, stellen wir das nochmal hin. So, dann stellen wir den halt dahin. Den rustikalen Dings. So, da, zack. Findet er super, geht er gleich hin. Prima, können wir ihn nochmal streicheln? Ja, wir streicheln ihn auch nochmal. So, genau. Ja, zur Uhrzeit. Cozy Grove spielt in Echtzeit, das wisst ihr inzwischen. Und ein neuer Tag beginnt übrigens nicht um 0 Uhr, sondern um 5 Uhr. Also, wisst ihr Bescheid. Um 5 Uhr gibt es dann quasi auch neue Gegenstände, die ihr dann halt ja, entsprechend finden könnt. Ne? Also sprich, neue Erdhaufen, Laubhügel und so weiter. Alles neu. Alles neu macht die 5 quasi. Und ja, nur so als kleinen Hinweis am Rande. So, da ist noch eine Muschel, die können wir noch aufsammeln. Haben wir hier noch was? Nee. Jetzt können wir mal gucken, ob vielleicht, haben wir ja Glück und wir haben hier nochmal so ein Häufchen Wasser. Nein, den brauchen wir. Das Häufchen brauchen wir auch gar nicht mehr. Wir haben ja die Quest schon fertig. So, hier ist wieder eine Mupfel. Die nehmen wir mal mit. Die gucken wir uns jetzt auch mal gleich an. So, die Riesenflügelschnecken, das sind gewöhnliche, das auch. Das ist gewöhnlich und das ist eine ungewöhnliche Muschel. So, diese Muschel ist neu und die könnten wir also auch im Museum, hätte ich beinahe gesagt, abgeben. Die könnten wir jetzt hier auch unserem Kapitän geben. Das machen wir jetzt gleich mal. So, komm, hier aufwachen, aufwachen. So, ich habe hier was für deine Sammlung. Und zwar habe ich hier tolle Muscheln. Guck mal hier, da. So. Die archiviert er jetzt, natürlich bei den Muscheln. Und wir kriegen auch eine Belohnung dafür. 600 Münzen, das ist doch prima. Und 2 Quarz-Edelsteine, auch toll. Okay, so, haben wir noch was, was wir ihm geben können? Können wir nochmal schauen? Tatsache, wir haben noch was. Und wir können mal gucken. Also wir können, glaube ich, auch mehrere Gegenstände abgeben. Dann markieren wir die doch mal. Hier, den Apfel könnten wir ihm geben. Ein bisschen Salat. Das hier, die Flamingo-Zunge. Die Essenz geben wir ihm mal nicht. Erz geben wir ihm, eine Kartoffel. Hier das Ei, den Fliegenpilz. So, und hier haben wir noch was. So, und das spenden wir ihm jetzt. Das ist auch dann jeweils immer ein Gegenstand, der gespendet wird. Und so, dann haben wir hier Belohnung für die eine Muschel. 200, für die nächste Muschel gibt es 600 und Quarz nochmal 200 und nochmal. Ihr seht, das ist eine schöne Einkommensquelle. Was haben wir hier? Da haben wir was gekriegt. Was bekommen wir dafür? 200 alte Münzen, okay. Und was kriegen wir hier unten für? Was war das? Ach ja, der Apfel, genau. Da guck mal. Kriegen wir so. Da kriegen wir was für? 300 und für den Apfel. Was kriegen wir da? Gegenstände, Steine, Kartoffel. Gibet auch einen Stein für und für den Pilz gibet auch ein Quarz. Okay. Ja, sehr schön. Da haben wir schon mal was. Dann haben wir noch Erz abgegeben. Was kriegen wir dafür? Auch Edelsteine, okay. Die Edelsteine sollten wir auch nicht einfach verkaufen. Die brauchen wir wohl dann zum Herstellen irgendwelcher
Ich nehme mal an, Deko-Objekte. Aber wir könnten mal gucken, ob wir hier nicht bei Jeremy noch eine Lampe bauen können. Leider nicht. Dafür haben wir nicht genug Äste, beziehungsweise nicht genug Holz. Oder? Mal gucken. Ah doch, hier. Da. Da ist die Lampe. Dann stellen wir die mal her. Und stellen die noch auf. Super. So, danke, Jeremy. So. Oh, hier haben wir noch ein Hügelchen, ein Erdhügel. Den können wir noch, nehmen wir noch mit. So. Und dann, welchen Bereich erweitern wir dann? Gehen wir doch mal hier ein bisschen rum. Hier vorne, das kommt, das machen wir mal. Das da neben dem, das schaut doch bestimmt super aus, wenn da eine, wo ist die Lampe? Da ist die Lampe. Das sieht doch bestimmt toll aus, wenn da in der Ecke eine Lampe steht. Hier. So. Zack. Jawohl. So, die Lampe könnten wir jetzt auch drehen. Kann man mit Y. So. Und dann sind wir fertig. Kann man einfach weggehen. Da, das sieht doch schön aus. So. Was haben wir noch? So, ihr seid fertig hier. So, und Rotkäppchen. Rumpelstilzchen, Rotkäppchen, wer weiß. Man weiß es nicht genau. So, was haben wir hier? Eine Vase, da können wir nichts mitmachen. Da ist auch nichts. Unsere Stühle, die wir hingestellt haben, da ist auch nichts mehr. Okay, ich glaube, da haben wir jetzt wirklich für heute alle Quests erledigt. Was kann ich euch noch zeigen? Ich hätte da noch was, und zwar Abzeichen. Ist auch übrigens eine nette Einkommensquelle. Ihr bekommt ja nach jeder Quest oder je nachdem, was ihr gerade macht, bekommt ihr als Belohnung Abzeichen. Diese Abzeichen könnt ihr euch anschauen, indem ihr Minus drückt. Dann gibt es hier ein neues Menü mit den Abzeichen. Und dann könnt ihr euch diese Abzeichen anschauen, die ihr bekommen habt. Die neuen werden hier angezeigt mit einem Ausrufezeichen. Dann könnt ihr euch die anschauen. Na, das ist hier halt, na, je nachdem, wie ihr fortgeschritten seid, gibt es hier diese Abzeichen. Und dafür bekommt ihr entsprechende Belohnungen. Hier in unserem Fall sind es jetzt 20 Quarzedelsteine. Die gibt es hier für die Reifeleistung. Und eine kleine, ja, ein kleiner Patch für die Schärpe, die wir da oben haben. So, dann haben wir hier noch was. Bob, der Baumeister, 5 Gegenstände herstellen. Haben wir auch schon gemacht. Klasse, da kriegen wir auch wieder Edelsteine für. Und was haben wir hier unten noch? Was haben wir da? Fossilien. Muschelsucher, okay. Für 5 gefundene Muscheln kriegen wir auch wieder 10 Quarzsteine. Also es gibt aber auch Belohnungen, Abzeichen, die euch als Belohnung Geld bringen. Also das gibt's auch. Das gibt's hier vorne in dem ersten, bei den Erfolgen. Da, zum Beispiel. Ne, für Flammi, für das Erweitern von Flammi quasi, gibt's 100 alte Münzen hat's dafür gegeben. Ja. Das war's aber dann auch schon. Und ihr seht, zum Ende der Folge muss es natürlich auch wieder anfangen zu regnen. Ich hoffe, euch hat die Folge trotz der kurzen Quest ein wenig Spaß gemacht. Und ich konnte euch vielleicht doch den einen oder anderen Tipp oder vielleicht den einen oder anderen Spielhinweis noch mit auf den Weg geben. Ich will natürlich auch nicht groß spoilern, das seht ihr ja alles. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Tipps habt für mich, immer her damit. Freue ich mich drüber. Ansonsten schönen Abend noch. Bis bald.